Seit Beginn der modernen Zivilisation hat die Menschheit schon immer großen Wert darauf gelegt, sich voneinander abzugrenzen. Die heute längste Grenze der Welt zwischen zwei Ländern ist schnell gefunden. Mit fast 8.900 Kilometern liegt diese zwischen Kanada und den USA. Doch das andere Extrem ist wesentlich komplizierter und somit auch schwieriger zu bestimmen. Deshalb soll in diesem Video ein für alle Mal die Frage geklärt werden: Was ist die kürzeste Grenze zwischen zwei Ländern? Um das zu beantworten, macht es Sinn, bei den kleinsten Ländern der Welt anzufangen. Die Grenze zwischen Frankreich und Monaco zum Beispiel ist gerade einmal 6 Kilometer lang. Eine noch kürzere Grenze finden wir in Vatikanstadt. Der Staat wird dabei komplett von Italien umschlossen und besitzt eine Grenzlänge von insgesamt 3,2 Kilometern. Jedoch finden wir eine noch kürzere Grenze zwischen zwei anderen europäischen, wesentlich größeren Staaten, Großbritannien und Spanien. Nimmt man eine Weltkarte zur Hand, so scheinen diese beiden Staaten keineswegs aneinander anzugrenzen. Doch es gibt einen Ort, an dem Großbritannien und Spanien Nachbarn sind. Und zwar genau hier, in Gibraltar. Dieses Gebiet steht seit 1704 unter der Souveränität des Königreiches Großbritannien. Die Grenze zu Spanien ist dabei gerade einmal 1,2 Kilometer lang und wurde schon von einigen als die kürzeste Grenze der Welt bezeichnet. Doch außerhalb von Europa gibt es noch kürzere Grenzen. In Afrika gibt es einen Ort, an dem scheinbar gleich vier verschiedene Länder aufeinandertreffen. Doch dieses scheinbare Vierländereck zwischen Sambia im Norden, Simbabwe im Osten, Botswana im Süden und Namibia im Westen ist in Wirklichkeit gar keines. Grund dafür ist dieses 150 Meter lange Stück Grenze zwischen Sambia und Botswana. Über viele Jahre hinweg wurde der genaue Verlauf der Grenze im Fluss Sambesi zwischen den vier Ländern stark diskutiert. Jedoch gaben Sambia und Botswana ihre gemeinsame Grenze nie auf, was besonders an der Fähre lag, welche hier ohne Restriktionen von Namibia oder Simbabwe verkehren konnte. Seit 2020 steht hier sogar eine Brücke, welche die Fähre ersetzen soll und dabei einen aufwendigen Bogen um die anderen Staatsgebiete herum macht. Mit 150 Metern finden wir hier somit die Grenze mit der kürzesten Gesamtlänge zwischen zwei Ländern. Doch trotzdem ist unsere Suche noch nicht zu Ende. Oftmals sind Grenzen nämlich nicht zusammenhängend, sondern unterteilen sich aus unterschiedlichen Gründen in verschiedene Teilstücke. Das kennen wir schon von der 1,2 Kilometer langen Grenze in Gibraltar zwischen Großbritannien und Spanien. Und tatsächlich besitzt Spanien weitere kleine Grenzteilstücke in Afrika. Bekanntere Beispiele hierfür sind die Städte Ceuta und Melilla, welche an Marokko grenzen. Dabei handelt es sich um Exklaven, was ein vom fremden Staatsgebiet eingeschlossener Teil eines anderen Staatsgebietes ist. Die spanische Exklave mit der kürzesten Grenze liegt allerdings hier. Peñón de Vélez de la Gomera. Dieses 19.000 Quadratkilometer große, felsige Stück Land war früher mal eine Insel, bis 1934 ein massives Unwetter genug Sand in den engen Kanal spülte und somit diese schmale Landverbindung zum afrikanischen Kontinent entstanden ist. Heute ist die einzige Ansiedlung auf der Halbinsel eine kleine Militärstation mit rund 60 Militärangehörigen. Da Spanien bis heute Anspruch auf Peñón de Vélez de la Gomera erhebt, ist hier die Grenze zu Marokko gerade einmal 85 Meter lang. Und somit ist das die kürzeste Grenze zwischen zwei Ländern. Und während Spanien und Marokko noch über verschiedene Staatsgebiete streiten und Anspruch darauf erheben, gibt es anderswo auf der Welt Gebiete, die tatsächlich kein einziges Land der Welt will. Bir Tawil ist genauso ein Ort. Klicke jetzt auf mein Video dazu, um herauszufinden, wieso. Oder du begibst dich mit mir auf eine weitere spannende Suche, diesmal nach der längsten Straße der Welt. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt meinen Kanal, um keines meiner neuen Videos mehr zu verpassen. Neuer Content kommt jede Woche. Auch über Likes und Kommentare freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.